Wir sind zusammengekommen, um einen feierlichen Akt zu vollziehen. Heute geht die Kontaktstelle für Überlebende des Holocaust in ihrer bisherigen Form zu Ende. Angefangen hat es ein bisschen damit, dass ich bin in eine Grundschule gegangen in Deutschland und neben der Grundschule ist ein alter jüdischer Friedhof. Und das hat mich dann schon auch interessiert, was da ist, weil das ist ja das letzte Grab, das war 1938 und meine Eltern haben mir das dann erklärt, warum es da seit 1938 keine Gräber mehr gibt. Menschen auf dem Weg in den Tod, in die Gaskammern der Nazis. Fotografien von Häftlingen 1944, heimlich aufgenommen und herausgeschmuggelt aus dem Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Diese Dokumente sind Grundlage für Gerhard Richters vierteiliges Werk Birkenau. Immer wieder hat er sich, einer der berühmtesten Maler der Welt, mit dem Holocaust beschäftigt, Bilder verworfen, Entwürfe zerstört. Das Ungeheuerliche darzustellen war für ihn wie für die meisten unmöglich. Ich wusste nicht, wo ich bin, keine Ahnung. Ich sehe, wie Mütter mit mehreren Kindern und einem Baby und dann nimmt ein SS, ein deutscher Offizier, und nimmt das Kind, reißt es und schmeißt es auf den Asphalt. Das ist doch unvorstellbar, sowas, ja? Mein Onkel fragt, was ist los? Wir werden erschossen. Ich habe mir doch nichts anderes vorstellen können, wenn man so umgeht. Ein Baby nimmt und schmeißt einen Lastwagen von der Mutter und es musste schnell. Unvorstellbares. Also kurz und das war Auschwitz, ja, möchte ich betonen. Aber das wusste ich immer noch nicht, wo ich bin. Was ist das Wertvolle, dass das Judentum verfolgt wurde und verfolgt wird? Was ist eigentlich der Kern des Judentums? Man wollte mich, ich bin gesund geworden, habe ich von einer Lehre habe ich bekommen einen Brief von Dr. Rothmund. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wer Dr. Rothmund ist. Der J-Stempel hat empfohlen den Deutschen, dass die für die deutschen Staatsbürger, wenn sie einen Pass ausstellen, soll ein J drauf sein, da wissen wir, er ist Jude. Der Rothmund, der war der Polizeichef von der Schweiz. Und die haben das gemacht, dann haben sie nicht hereingelassen. Und der Dr. Rothmund war noch im 1953, wo ich gesund geworden bin, habe ich verlangt, eine Lehre zu machen. Kriege ich einen Brief, ich muss binnen 3 Monate die Schweiz verlassen. Ein Interview einer Zeitung, dem Tagesanzeiger, gegeben über ihre Erlebnisse. Sie war in Auschwitz, aber sie hat eigene Namen nicht. Sie wollte ihren eigenen Namen nicht nennen. Das ist ein Fantasiename drin. Und das ist heute in Zürich. Eine Schweiz, die unsere Gefühle teilt. Institution hätte die Großzügigkeit, einen Verein, der bis zum letzten Atemzug für Menschliche einsteht, bei seiner Auflösung so zu verabschieden, wie es hier geschieht. Ich finde, es wäre keine andere auf dieser Welt.